So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdoms of Almanor Reckoning. Und ich habe mich schon mit diesem Kumpel hier unterhalten und der ist übrigens nett zu mir. Wir haben die Tuate noch nie so weit im Westen gesehen. Und er fragt mich nämlich, ob ich es wert bin, dass ich mal erstmal das Ganze hier machen. Da habe ich gesagt, ich weiß das nicht so richtig. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf die. Schick. Suche nach diesen Typen da, wo ich Namen mir nicht merken kann. Und dann bin ich mal gespannt, was der uns so erzählt. Aber ich denke mal, dass so schlimm kann es ja nicht werden. Also mehr als so, so hier, komm, verpiss dich und ich kann dich eh nicht leiden, wird er sowieso nicht sagen. Ist das Schönes? Hallo. Gliedmaßen. Cool. Alter, kranker Pimmel. Diese typischen Zwerge mit ihren SM-Fetisch, kann ich da rein? Na gut, dann nicht. Das war jetzt nicht auf alle Zwerge bezogen. Es gibt gute Zwerge, ne, Gimli? Als Herr der Ringe. Das ist ein guter Zwerg. Oha. Ihr habt es geschafft und seht euch nur an, trotz allem, was ihr durchgemacht habt. Die Tuatha, eure Rückkehr von den Toten, bitte entschuldigt. Das alles muss schrecklich verwirrend für euch sein. Ich bin Formoros Jus und dies ist mein Laboratorium in Alistar. Alles, was ihr hier seht, dient nur einem einzigen Zweck, dem Seelenquell, dem Streben nach Unsterblichkeit. Und ihr seid mein erster Erfolg. Wenn wir doch nur mehr Zeit hätten. Es gibt so vieles, was wir voneinander lernen könnten. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Ja, echt cool zu wissen. Uns fehlt im Moment die Zeit für lange Erklärungen. Die Tuatha sind hier, um meiner Arbeit ein Ende zu machen, aber ich glaube nicht, dass sie von euch wissen. Noch nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir euch wohlbehalten hier rauskriegen. Ihr seid der einzige Beweis für das, was wir erreicht haben. Ich bin vielleicht nicht in der Lage, den Quell zu retten, aber ich kann dafür sorgen, dass ein einziger Erfolg in Sicherheit ist. Es ist cool. Ich möchte aber hierbleiben und kämpfen. Auf keinen Fall. Ich habe meine Aufzeichnungen, aber das Wichtigste ist, dass euch nichts zustößt. Es ist einfach so, dass ihr... Faszinierend. Einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wodurch es bewirkt wurde, aber irgendwie... Nun, wie ich schon bemerkte, bin ich nicht sicher, was... Ich sollte vielleicht mal nachsehen. Herr! Professor Hughes! Attentäter! Sie durchstreifen die Hallen! Sie sind bereit! Ah. Oh, ich wurde hintergangen. Wir müssen euch hier rausschaffen. Und zwar schnell! Folgt dem Weg bis ins Dorf Gorhard. Sucht nach Agard. Er ist ein Freund. Vielleicht kann er helfen. Und was auch geschieht, ihr müsst überleben. Okay. Lauft! Lauft! Thorsten. Was mein einziger Freund. Ach, Herrgott. Na gut. Davon lassen wir jetzt nicht unterkriegen. So war unser Zwergenkumpel jetzt tot und der andere ist weggerannt. Typisch Zwerge. Aber na gut, auf nach dieses Dorf da und dann suchen wir mal diesen Typen, der da ein Freund ist, der uns vielleicht helfen kann. Ja, ich kann sprinten, ich weiß das schon. Danke für den Tipp, Spiel. Aber ich möchte nicht sprinten, ich möchte mir die Umgebung angucken. Na warte. Wenn du in meine Nähe kommst, ja, dir steche ich sowas von nieder. Ich steche dich nieder. Wart's nur ab. Tschüssi.
Das sah gut aus. Ich den beklauen können? Goldmünzen und Dietrich. Ich habe so viele Dietriche. Ich könnte mir einen Schlüsselbund draus machen. Es hat nichts zum Klauen. Na gut. Hast du jetzt davon? Ich hab den gar nicht gesehen, dass der da in der Ecke gehockt hat. Das ist ja grausam. Na gut. Ich glaube nicht, dass uns das Monstrum. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, stopp. Gott. Ich kann ja mein... Da kann ich mit dem Bogen was ausrichten. Nein, 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 nein. Ich müsste den Bogen auch mal ausrüsten, ne? Als Sekundärwaffe. Hab ich doch. Jetzt. Das ist langweilig, das macht keinen Spaß. Ich brauche Nahkampf-Action. Komm her. Ja. Oh, Dreck. Na gut. Übermut bringt uns noch um. Dann lass ich lieber bleiben. Ich glaube sogar, das ist der beste Weg, diesen kleinen Felstroll umzubringen. Es ist total genial, ja, im unbegrenzt Pfeil, aber. Also. Ich will mich jetzt ja nicht beschweren. Ich meine, unbegrenzt Pfeil ist cool. Ja, warte, hier, jetzt geht mich das sowas von den Rest. Ah! Wo habe ich die Lanze hergenommen? Einen Ring, eine trübe Schutzscherbe, also oh, es gibt sogar schon Scherben. Danke. Du hast eine Scherbe erhalten. Scherben werden beim Gammenschleifen verwendet. Alles klar, das ist cool. Accessories, Leben und 5%, noch mehr, oh, noch mehr Leben. Es riecht nach Blumen und es riecht nach Blut. Cool. Oh, endlich draußen. Flupp. Bergänzen sind schwieriger zu ernten als andere. Alchemie, ja. Das sind sowieso Sachen, um die ich mich dann noch spezifisch bemühen möchte. Ums Crafting-System und sowieso ums Herstellen von... Yo, Bro, was geht denn? Noch eine Überlebende? Aber ich habe euch nie im Turm gesehen. Wart ihr eine der Assistentinnen des Professors bei den Projekten da unten? Ist er zusammen mit euch entkommen?
Er hat sie für mich abgelehnt. Das passt zu ihm. Professor Hughes war sehr gewitzt. Will sagen, ist. Er ist sehr gewitzt. Er hat bestimmt einen Ausweg gefunden. Ganz sicher. Ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Mir sicher sein. Seid ihr da? Genug. Du schon, bitte. Ich würde mich gerne mal euren Zirk zu schaffen machen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich meine, ihr habt bestimmt nichts dagegen. Hallo? Alles klar mit dir, Bro? Sei Dank. Noch eine Überlebende. Gibt es weitere? Nein, die Tür ist eingestürzt. Da war das Schicksal wohl gnädig. Mögen jene, die im Inneren gefangen sind, in Frieden ruhen. Schicksalsweberin, was ist denn das? Heute sieht man nicht mehr viele Schicksalsweber, aber sie waren sehr beliebt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Meine Eltern haben sogar einen angestellt, der sie beraten hat, was die Erziehung von mir und meiner Schwester anging. Aber dieser Tage kann man froh sein, wenn man in einer großen Stadt auch nur einen einzigen Schicksalsweber findet. Die meisten sind vertrieben worden. Okay, das hat meine Frage jetzt beantwortet. Fähigkeiten, Stufenaufstieg. Alchemie. Überzeugen. Ach, kann ich das noch nicht lernen? Doch, kann ich. Dreck. Überzeugung. Verstohlenheit. Gammenschleifen. Handeln. Bessere Preise. Sinnesschärfe. Schmiedekunst. Ich würde sagen, wir machen mal Schmiedekunst. Schmiedekunst könnte... Oh, cool! Zauberkraft, Macht oder Raffinesse? Raffinesse, würde ich sagen. Deutschmeister. Deutschmeister, was ist das? Präzision, Bewaffnung 1. Schaltet aufgeladene Bolzangriffe. Schattenfackel. Du bewirbst eine... Ausbruch von Schattenmagie. Was ist das? Assassinenkunst. Tödliche Gewalt. Na bitte, hallo. Gerne. Immer her damit. Nimm mal alles mit. Da ist ein Hirsch. Ey. Ja, tut mir leid, dass ich dich umbringen muss, Bro, aber du hast garantiert irgendwelche Sachen, die ich zum Herstellen brauche. Nee, hat er nicht. Oh, kann ich schwimmen? Oh, ich kann schwimmen. Hallo, Karpfen. Ich möchte dich gern essen. Ich möchte dich verspeisen. Was ist denn das? Tauchen. Alles klar. Cool. Cool. Platsch, platsch, platsch. Oh, ich fühle mich so lebendig. Oh, jetzt kann ich auch tauchen. Schattenprismen und Dolche unter Wasser. Cool. Neue Dolche bin ich sowieso immer riesen Fan von. Ich habe ein ganzes Lager gefunden. Moment. Waffen, Primärdeutsche, Eisendeutsche sind wesentlich besser und machen auch mehr Schaden. Logisch. Was denn, nehmen wir die mit? Was ist denn Gegenstände? Gemmenbeutel. Cool. Cool. Konsumgüter, Schattenprismen. Eine Schattenexplosion, ja, von mir aus. Ey, oh Ratten. Schon mal ein paar drauf gekriegt. Eigentlich wollte ich euch eine drauf geben und nicht ihr mir, ja. Das habt ihr falsch verstanden. Was ist denn das da hinten? So, habt ihr jetzt davon. Was ist das? Schluss auch knapp. Klar, los. Mit D gedrückt halten.
falsch. Klick, wunderschön. Oh! Standhaft, die sind schwarz. Das ist garantiert Assassinausrüstung. Warum ist diese Kiste eine Bannkiste? Oh Gott. Wow. Nein, nein, nicht sterben. Na, hoffentlich war es das wert. Also Schlossknack kriege ich hinten, aber das andere ist mir zu blöd. Hä? Ui, schwellende Dolche. Oh, noch mehr Dolche. Was hast du für mich, Bro? Danke für diese komischen Scherben. Ich habe noch nicht ausgefuchst, was ich damit mache, ist aber erstmal egal. Rüstung. Nahkampf. Ach so, ja. Anforderung Macht 1. Das wäre aber nichts für mich. Ich brauche was auf Raffinesse. Weil ich bin ja raffiniert. Die ziehe ich gerne an. Gibt es da Unterschied? Nö. Dachte ich mir schon fast. Zauberkraft, alles klar. Und das ist standhaft. Das ist hier. Ach so. Ah, ich sehe, ja, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Das ist eine richtige Rüstung. Aber ich, die Deutsche würde ich mir noch angucken. Waffe. Primär. Hier. Gibt keinen großen Unterschied, war. Aber das sind wunderschöne Deutsche. Die sind schön. Oh! Feuerdeutsche. Hä? Und die können wir noch mal kurz tauchen und ins. Hab ich doch gerade eben aufgehoben. Die sind hier besser als meine oder sind die schlechter? Müssen wir mal gucken. Es ist das gleich, alles klar. Gut, dann nehmen wir die nicht mit. Was ist das Schönes? Oh, cool, danke. Das ist ja freundlich, ist das ja. Wir müssen hier hin, was ist das? Okay, das ist ein Schutz ohne. Alles klar. Hallo. Was bist du? Ein Bär. Hallo Bär. Du wolltest gerade diesen Typen angreifen, was kannst du vergessen, Junge? Ich erinnere mich, seid ihr es? Wie seid ihr zurückgekommen? Wie habt ihr mich hier gefunden? Wusstest du von dem Angriff? Nein, ich hatte keine Ahnung, dass so etwas passieren würde. Der Seelenquell ist mehr als das Steckenpferd eines einzelnen Gnoms. Mein Arbeitgeber bezahlt für Informationen über seine Fortschritte. Ich schicke die Berichte nur, um nebenher etwas Geld zu verdienen. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Wem bestattest du einen Bericht? Wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen, ganz bestimmt. Forschungsergebnisse zu teilen ist eine Sache, aber akademische Sabotage ist ein Verbrechen. Bezahl mich und lebe weiter. Ich habe kein... Also gut, hier. Mehr habe ich nicht. Und außerdem die Bezahlung für die Information. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich gehe nach Hause, nach Odessa. Okay, danke schön. Tschüssi. Jetzt denn schon läuft das schon. Bravo Gnom! Jetzt kann ich nach Hause gehen, das tue ich dir noch. Bist du selbst dran schuld, wenn du denkst, du musst dir ihn auf dicke Hose machen und dir deine Gnomfreunde verraten? Was ist das? Oh, sieht. Oh, das sind Wölfe! Ah, du brennst jetzt! Ey!
Sei nicht so böse zu mir. Bisschen netter, wenn's geht. Was hast du denn da Schönes für mich? Du hast ja irgendwas fallen gelassen. Hast du was für mich? Du hast nichts fallen gelassen? Du genauso wenig und du hast recht. Ich sollte eigentlich in die Stadt, aber... Nee. Ich habe gerade dieses Bedürfnis, in diese Mine reinzugehen. Hallöchen. Ich möchte nur gucken, was diese G hebt. Was ist das? Mach mal auf. Tag. Tödliche Fallen. Hier gibt es lustige Pilze, die mir keine Reagenzien geben. Hübsch. Wenn das eine Mine ist, wo Bäume drinnen wachsen. Hey, ein Kobold. Ja, Kobold. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Jetzt pass mal auf. Ja. Jetzt, ihr könnt das ja... Wir können das so ausdiskutieren. Ne? Ich bin ja nicht so. Ja, hallo. Ah, nein. Ich kann doch mit Ärger nicht, glaube ich, hier genau den Sicherheitstrank schlürfen. Wie ist jetzt davon? Droppt ihr irgendwas? Noch war das jetzt unnütz, als ich euch so schnell gemacht habe. Ja, das war unnütz. Hoffentlich finde ich in diesem Dungeon irgendwas brauchbar. Ich brauche eine hin und eine Rüstung. Eine Assassinenrüstung. Vielleicht sollte ich. Oh, oh! Eisenhammer. Cool. Primitive Lederstiefel. Die sehen aus, als würden die nur für... Ach so. Nein. Definitiv was für Schuhe. Aber die ich anhabe, sind besser. Ich brauche keine keine schwächeren. Warum? Was haben wir hier? Und die Kiste! Die Kiste knackig. Bullshit. Ich wollte eigentlich eine neue Rüstung haben. Nicht so ein Scheiß. Ja, trotzdem danke. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab nichts gesagt, ja. Ich hab's so, oh cool. Gegner. Ich hab nie an meinen Sieg gezweifelt. Primitiver Birkenlangbogen. Das ist eigentlich schon mal eine gute Idee, wenn wir schon mal einen neuen Bogen haben, können wir den eigentlich gleich mal aufrüsten. Ich jetzt mal sagen, primitiv.
Nö. Gehen wir jetzt mal hier entlang. Hier brauchen wir nämlich noch nicht. Die Tür ist nämlich noch zu. Hallo. Ey, du da. Bam. Hast du meinen kleinen Kuppelfreund da wehgetan? Hm? Wie viele gibt's denn von euch auf dieser Map hier? Ich weiß, dass ihr euch gerne in Höhlen versteckt, ja, aber das ist noch lange kein Grund, hier meine Kuppel, meine Gnomenfreunde hier platt zu machen. Das ist der Grund, damit müsst ihr rechnen, dass ich dann runterkomme. Aha. So, ich würde mir gerne mal deine Besitztümer an mich reißen. Betäubung der Lange. Gemme des Feuerschilds. Steinkerzenprotokoll. Reparaturkit, alles klar. Danke, ich glaube, diesen Bogen, den würde ich benutzen. So, Mittel. Kinderkram. Sag ich doch. Standhafte Stuhl. Standhaftigkeit ist was für. Macht nichts für uns. Gut, dann eben nicht. Die Pose sieht äußerst ungesund aus, wenn du mich fragst. Aber mich fragt ja keiner. Hier runter. Ist cool. Oh, ne, genau. Wow, das war knapp. Ja, war klar. Eine leichte Kiste. Wow. Nein. Nein. Ego. Ledergamaschen. Ledergamaschen. Das ist was. Da freut sich der Raffinessenmensch. Klepp. Super. Supi. Gibt's hier noch was oder kann ich jetzt raus? Ich denke, ich kann hier raus. Super. Das war unser erster Dungeon. Und da hast du dann nicht mehr noch enttäuscht. Scheint er geschmeckt zu haben. Nee, das lasse ich leben. Es bringt mir sowieso nichts. Gibt's hier irgendwas zu holen? Nö. Auch gut. Nein, ich will ich auch nicht. Da vorne. Oh. Hallo. Bist du ein Schicksalsweber? Kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einem alten Schicksalsweber ja ein wenig unter die Arme greifen, hm? Hallo, Agat. Schicksalsweber betrachten das große Gewebe des Schicksals. Seine Fäden zeigen uns, wie sich ein Leben entwickeln wird. Aber die Zukunft zu kennen und in der Lage zu sein, sie zu ändern, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja, Agat, hier, der Professor hat mich zu dir geschickt, ne? Tatsächlich. Der arme alte Fomerus Hughes, er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist wirklich traurig. Vermutlich ist er inzwischen schon tot. Wieso denkt ihr, dass er tot ist? Die Karten hatten mir verraten, dass der Seelenquell funktionieren würde. Aber auch, dass der Tag von Hughes Erfolg gleichzeitig der seines Todes sein würde. Er hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Könnt ihr mir helfen? Aber ich schätze, ein klein wenig könnte ich euch wohl doch helfen. Im Andenken an Hughes
oder zur Feier seines Erfolges. Sucht es euch aus. Dankeschön. Ich bin im Turm aufgewacht. Dann seid ihr es also. Aber das bedeutet, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die Karten heute Morgen. Ich habe den Totengräber, den Fliehenden und die Bestie gezogen. Macht euch bereit. Sie kommen. Dein Leben zerstört. Das ist euer Ende. Alles kannst du ein Schicksalssymbol. Halt die X gedrückt. Ich werde euch ausweiden. Cool. Kupfertalisman, danke. Du hast Gold. Und wo ist der Typ, den ich zerstückelt habe? Der hat nichts mehr. Was? Wie? Was seid ihr? Die Fäden des Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Ja, ich hab was mal eben so gemacht. Weißt du, so, dann ging das. Ihr habt es einfach... Das Schicksal ist der Wille der Götter. Keine Sterbliche sollte in der Lage sein, es zu verändern. Wie ist das überhaupt möglich? Kommt her. Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe, verspreche ich euch, nichts davon zu erzählen. Das ist nett. Warum schickt mich der Professor zu dir, ja? Das nehme ich an. Er war zwar ein Wissenschaftler, aber er hatte den nötigen Respekt vor den Plänen des Schicksals. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gnomen. Na schön. Zeigt mir her das Schicksal. Ihr seid nervös. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Ich werde sehen können, welchen Platz ihr im Muster des Schicksals einnehmt. Wer ihr seid, was ihr getan habt, wohin euch euer Weg führen wird. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Ich bin real, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Aber ich habe trotzdem noch nie jemanden getroffen, dessen Schicksal einfach nicht da war. Nicht mal, wenn ich so betrunken wie der König der Balladen war. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Muster. Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist, und damit sage ich nicht, dass ich das glaube, dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Cool! Schurke, Zänkerin, Akolytin. Macht 5? Nö. Raffinesse? Nö. Raffinesse und Zauberkunst. Zauberlehrerin, Arkane, Hexenlehrling. Wächter, Duellantin. Was kann ich ja später? Schicksalslos. Schicksal, Schurken. Schurke! Was habt ihr gesehen? Ich kann die Fäden sehen, die euch umgeben. Aber sie verändern sich.
Und zwar so schnell, dass ich aus ihnen einfach nicht schlau werde. Normalerweise würden die Fäden meine Hand zu den Karten führen. Und sie würden es mir ermöglichen, euer Muster im Gewebe zu deuten. Aber das ist nicht geschehen. Sie wollten sich einfach nicht ausrichten. Also stimmt entweder mit mir etwas nicht, was nicht der Fall ist, oder mit euch stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Was hat das zu bedeuten? Es könnte gar nichts bedeuten. Oder auch alles. Die Welt verändert sich. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Stimmt mein Schicksal nicht? Genau das ist die Frage, Kleine. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eines besitzt. Aber deshalb besuchen wir ja auch Aden. Er lebt in einer kleinen Hütte im Osten, in Jolvan. Wir treffen uns dort. Alles klar. Was könnte das alles nur bedeuten? Ich habe dieses dumme Gefühl, dass du extrem betrunken bist, mein Freund. Krieg ich was? Ich möchte auch was trinken. Hallo? Ihr seid also noch hier, hm? Ja. Ihr könnt euch wohl nicht entscheiden, ob ihr wissen wollt, was die Karten zu sagen haben. Richtig? Eigentlich nicht. Was könnte das alles nur bedeuten? Was ich was trinken will, du gibst mir nichts. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir noch einen schönen Screenshot hier. So, hier neben diesen kleinen Schlucker hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Kingdoms of Amalur Reckoning. Bis dahin, macht's gut und ciao!